Heute beim elektrischen Reporter: Dinge teilen, Filme gucken und ein Blackout. Elektrischer Reporter. Das Netz ist eine einzige große Teilerei. Wir teilen Wissen, Informationen und Dateien miteinander. Kurz, alles, was nicht aus Materie besteht. Und vielleicht auch bald das. Denn das Konzept des Miteinanderteilens ist gerade auf dem allerbesten Wege aus der Online- in die Offline-Welt, wie unser erster Beitrag zeigt. Andreas Fiedler tut etwas, was für die meisten Deutschen noch unvorstellbar wäre. Er vermietet sein Auto an Fremde. Carsharing-Plattformen wie Autonetzer oder Tamicar machen's möglich. Innerhalb von 4 Jahren verdoppelte sich dank dieser und ähnlicher Angebote die Zahl der Carsharing-Nutzer. 2011 waren es bereits 190.000. Einmal finde ich das gut, neue Leute kennenzulernen. So. Dann finde ich es auch gut, dass sich meine Fixkosten mit dem Auto jetzt in dem Beispiel auch reduzieren kann, für die Zeit, wo es normalerweise rumsteht. Über Autonetzer hat Andreas Kati kennengelernt. Sie wohnt in der Nachbarschaft und ist mittlerweile eine Stammkundin. Aus Fremden werden Freunde. Aus meins wird deins. Das ist die Idee von Collaborative Consumption oder zu Deutsch Co-Konsum, dem Teilen von Gegenständen, Wissen oder Wohnraum. Der Zugang zu Gütern wird wichtiger als ihr Besitz. Mitverantwortlich für das Revival der alten Idee von Tauschringen ist Rachel Boatzmans Buch What's Mine is Yours – The Rise of Collaborative Consumption. Ihre These: Dank des Internet werden wir alle zu Unternehmern, denn jeder kann oder hat etwas, für das andere bereit sind zu zahlen. Für Nico Jensen geht es aber nicht um das Geldverdienen als Selbstzweck. Mit der Veranstaltungsreihe Co-Konsum möchte er die Idee in den Mainstream tragen. Für ihn bedeutet Collaborative Consumption einen gesellschaftlichen Wandel. Wenn du weniger konsumierst und teilst, dann hast du vielleicht irgendwann die Chance, weniger zu arbeiten. Und wenn wir über solche Dinge nachdenken, können wir irgendwann, ich weiß nicht, ob es in 10 oder 100 Jahren passieren wird, tatsächlich über ein neues Wirtschaftssystem sprechen. Collaborative Consumption ist die nächste logische Entwicklungsstufe des Onlinehandels. Aber mindestens ebenso entscheidend wie der technologische Fortschritt ist die wachsende soziale Neugier. Dank Facebook und Co. haben wir uns daran gewöhnt, auch Privates zu teilen. Gemeinschaft leben, das ist das, was in den nächsten Jahren sich entwickeln wird, sehr stark. Ja. Also so rauszukommen aus dieser Vereinzelung, sich vorzustellen, okay, es gibt vielleicht noch andere Formen von Zusammenleben, von gemeinsam einen Raum teilen, Haus teilen. Das wird so kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Für Joe Gebbia ist diese Zukunft längst Gegenwart. Der Mitbegründer der Bettenbörse Airbnb vermittelt privaten Wohnraum für Urlauber. Anfang des Jahres wurde die 5-millionste Buchung über die Plattform abgewickelt. Weltweit das einzige Land, in dem der Service noch keine Zimmer vermitteln kann, ist Nordkorea. Gebbia erklärt einen weiteren wichtigen Faktor, um den Erfolg von Collaborative Consumption zu verstehen: die Wahrnehmung der Wirtschaftskrise als Dauerzustand. Ich denke, die Folgen der Krise, die jetzt in Europa sichtbar werden und zuvor bereits in den USA zu beobachten waren, werden uns noch mindestens weitere 10 Jahre begleiten. In diesem Sinne ist die Wirtschaft des Teilens eine Folge des Abschwungs. Der technische Fortschritt und der bessere Zugang zum Internet werden dazu beitragen, dass sie weiter an Bedeutung gewinnt. Aber Airbnb ist auch ein Beispiel dafür, dass nicht immer alles gut geht, wenn man Fremden vertraut. Im Juli letzten Jahres zerstörten Airbnb-Nutzer das Haus ihrer Gastgeberin und raubten alles, was wertvoll erschien. Bewertungssysteme und detaillierte Informationen machen solche Fälle zwar unwahrscheinlich, aber ein Restrisiko bleibt. Ja, also so einen emotionalen Aspekt, so von wegen, oh, und geht es auch gut und so, das war am Anfang schon auch da, ja. Diese Angst hat Andreas mittlerweile abgelegt. Neue Co-Konsumer müssen aber nicht gleich ihren heißgeliebten Wagen an Fremde verleihen. Auf anderen Angeboten wie Friends.com kann man auch ganz klein anfangen. Mit einem Spielzeugauto.
Miteinander teilen kann man nicht nur Biergartengarnituren, Bohrmaschinen oder Brummkreisel, sondern sogar einen Berlinale-Besuch. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Lucia Haslau, ich bin im ZDF einerseits in der Abteilung für neue Medien, für Online-Formatentwicklung zuständig und andererseits im kleinen Fernsehspiel und da hauptsächlich für Quantum. Quantum ist das Entwicklungslabor im ZDF, das sich hauptsächlich um serielle neue Formate kümmert. Und das ist mein Kollege. Mein Name ist Delta Grigorian, ich bin Student der Filmhochschule in München und habe im kleinen Fernsehspiel ein Praktikum absolviert. Während der Berlinale habe ich das ZDF-Blog für das kleine Fernsehspiel betreut. Die Berlinale ist ein sehr wichtiges Festival für das kleine Fernsehspiel. Wir haben uns überlegt, was machen wir mit Twitter vor Ort. Wir haben dann gesagt, so wie wir den Sendeplatz an den Nachwuchs übergeben jeden Montag, könnten wir doch auch unseren Twitter-Account für die Zeit der Berlinale jeden Tag einem anderen Filmemacher zur Verfügung stellen und einen Tag Berlinale durch die Augen der Autoren, Regisseure erleben lassen. Im Blog haben wir die Twitterer des Tages vorgestellt und besonders schöne Tweets gefeatured. Der Tweet von Ziska Riemann, das ist eine Regisseurin, die bei uns einen Film gemacht hat namens Lollipop Monster, der ist besonders stilprägend für die Berlinale und erzählt über das lange Warten vor den Kinokassen. Die Berlinale ist das Festival der langen Partys und trotzdem hat in der Früh dann für die Filmemacher der Twitter-Dienst begonnen und sie mussten früh aufstehen und lostwittern. Es war sehr spannend zu sehen, wie die Twitterer des Tages mit dem Medium umgegangen sind und was jeder von ihnen so mit 140 Zeichen angestellt hat. Das kleine Fernsehspiel hat einen Twitter-Account, auch um diesen Weg zu nutzen, um mit den Zuschauern in Kontakt zu treten und sie auf unser Programm hinzuweisen. Wir laufen relativ spät im Programm am Montag und deswegen ist das eine gute Möglichkeit für uns, nochmal zusätzlich mit den Zuschauern in Kontakt zu treten. Also wir wollen auch in Zukunft Regisseure, Filmemacher einladen, den Account zu nutzen rund um die Ausstrahlung ihres Films und mit den Zuschauern in Kontakt zu treten und Fragen zu beantworten bzw. auch Kritik anzunehmen und natürlich auch Lob anzunehmen, aber auf jeden Fall in direkte Kommunikation mit den Zuschauern zu treten. Kommen wir nun von den durchgefeierten Nächten zu abgeschaltetem Wissen. Vor ein paar Wochen ging die Wikipedia für einen Tag offline. Von den Hintergründen und den Folgen, davon handelt unser nächster Beitrag. Wikipedia ist die größte und erfolgreichste Enzyklopädie der Menschheitsgeschichte und damit eine Großmacht im Informationszeitalter. Wer sie angreift, muss mit Gegenwehr rechnen. So geschah es Anfang 2012, als aus den USA ein Gesetzentwurf drohte, der die Wikipedianer in Aufruhr versetzte. Der sogenannte Stop Online Piracy Act hätte gravierende Auswirkungen auf die Wikipedia, auf den Bestand der Wikipedia haben können. Insbesondere, weil einige sehr schwammige Formulierungen darin enthalten waren, die leicht dazu hätten führen können, dass Wikipedia oder die Wikimedia Foundation als Betreiber verpflichtet wird, bestimmte Inhalte rauszunehmen, ohne dass das letztlich durch ein Gericht vorher verfügt werden würde. Und das würde quasi den Betrieb der Wikipedia unmöglich machen. Das kurz SOPA genannte Gesetzesvorhaben sollte Schwarzkopien von Musik und Filmen im Internet eindämmen. Viele Experten befürchteten jedoch unabsehbare Risiken und Nebenwirkungen für Internetpublikationen, auch für die Wikipedia. Doch wie sollte das Online-Lexikon reagieren? Ist eine Enzyklopädie nicht prinzipiell zur Neutralität verpflichtet? Wikipedia hat einen starken Hang zur Neutralität, weil die Darstellung von Wissen einen gewissen Abstand zum Gegenstand erfordert. Und das gilt auch uneingeschränkt weiterhin für die Inhalte der Wikipedia. Wenn es aber um die Existenz des Projektes geht und um unsere Möglichkeit, Wissen der Allgemeinheit zugänglich zu machen, dann sehen wir es als unsere Pflicht an, dieses Recht zu verteidigen. So fanden sich Wissenssammler plötzlich mitten in der Politik wieder.
für die meisten Wikipedianer eine völlig neue Rolle. Denn die Menschen hinter dem Online-Lexikon sind es gewohnt, schier endlos über die Interpretation von Fakten, über Wissen und Wahrheit zu streiten. Unter der aufgeräumten Oberfläche des Lexikons herrscht oft genug das Chaos. Auch wenn es in der Wikipedia Abstimmungen gibt, reine Demokratie ist in der Wikipedia kaum durchführbar. Einfach weil die anonyme Mitarbeit möglich ist und man sich gerne unter verschiedenen Benutzeraccounts anmelden kann. Deswegen ist es keine messbare Demokratie, sondern hat auch viele Elemente von Anarchie oder einfach Reputation. Wer einen Einfluss in der Wikipedia hat, wird stärker gehört als andere. Mehr als auf andere hört man innerhalb der chaotischen Community immer noch auf den Gründer Jimmy Wales. Er sprach sich öffentlich dafür aus, die Wikipedia aus Protest einen Tag lang abzuschalten. Doch Wikipedianer lassen sich von niemandem etwas vorschreiben. Es gab einige Leute, die dachten, naja, es reicht doch, wenn wir einen Banner schalten. Es gab andere, die gesagt haben, naja, man muss doch nicht die Wikipedia auf der ganzen Welt abschalten. Es reicht doch, wenn man nur die englische Wikipedia abschaltet. In einer Art Urabstimmung entschieden 1800 Wikipedianer schließlich, die Wikipedia soll offline gehen. Weltweit. Und so geschah es. 150 Millionen Menschen versuchten am Protesttag vergeblich, etwas in ihrer Lieblingsenzyklopädie nachzuschlagen. Doch diese verweigerte hartnäckig die Herausgabe ihres Wissens. Ein Liebesentzug mit Folgen. Weltweit berichteten Medien über die schwarze Wikipedia und holten so auch die SOPA-Gesetze aus der Politiknische ins Zentrum der Aufmerksamkeit. In der Folge überschütteten empörte Bürger ihre Abgeordneten mit kritischen Fragen. Und die knickten ein. Nur wenige Tage nach dem Blackout wurde der Gesetzesvorschlag zurückgezogen. Die Wikipedia ist eine Enzyklopädie und Enzyklopädien waren immer schon politische Projekte. Die erste Enzyklopädie der Geschichte von Diderot und D'Alembert war zum Beispiel ein Projekt der Aufklärung. Die Wikipedia, könnte man so sagen, ist durchaus ein Projekt der digitalen Aufklärung. Und Aufklärung heißt Einmischung. Die oft als Nerds und Sonderlinge belächelten Wikipedianer haben gezeigt, sie können es sogar mit dem Justizausschuss des amerikanischen Repräsentantenhauses aufnehmen. Von Politikverdrossenheit keine Spur. In einer Wissensgesellschaft können die Hüter des Wissens eben manchmal fast so mächtig sein wie die Mächtigen. Womit endgültig auch der entscheidende Unterschied zwischen einer gedruckten Enzyklopädie und der Wikipedia geklärt wäre. Das eine ist totes Holz, das andere sind lebende Menschen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Ich habe durch und dank dem Internet gelernt, wie tiefe Freundschaften aussehen können mit Menschen weltweit. Wie stark das Netz als Demokratiemotor funktioniert. Und wie schnell man Menschen verlieren kann, wenn sie ihre E-Mail-Adresse wechseln. Dazu habe ich gelernt, dass Menschen scheiße sein können, wenn sie Kommentare schreiben, die unter aller Sau sind, die einen angreifen, die einen fertig machen, weil ein Satz einem nicht passt, in einem Blogpost zum Beispiel. Dazu habe ich gelernt, dass ich im Netz noch rauchen darf, was ich sonst fast nirgendwo mehr darf. Oder auch mal ein Bier trinken darf, was ich sehr angenehm finde. Ja, und sonst habe ich eigentlich gelernt, dass das Netz einfach großartig ist. Der elektrische Reporter empfiehlt Moderne Wunder, Technik der 60er. Am Donnerstag, dem 19. April, um 15:45 Uhr auf ZDF Info.